Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2021 MyTeam-Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Österreich, haben jetzt also schon bald das 7. Rennen vor uns und bisher läuft die Saison grandios. Wir sind super weit vorne in der Fahrerrangliste auf Rang 7, nachdem wir im letzten Rennen unglaublich Erfolg hatten. Wieder ein sechster Platz. Wir waren jetzt schon viermal in den Punkten von insgesamt sechs Rennen. Ich würde sagen, ein-, zweimal war es sehr viel Glück auch, aber in Frankreich, letztes Rennen, war es unglaublich gut herausgefahren, muss man einfach so sagen. Das hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, dass wir in Österreich daran anknüpfen können. Ich fürchte aber, dass wir das jetzt nicht in jedem Rennen so schaffen werden. Unser Auto aktuell aber echt nicht schlecht. Wir sind das sechstbeste Team, knapp hinter Aston Martin, und da müssen wir mal gucken, ob wir das auch so halten können. Nicht viel Vorbereitungszeit vor dem Grand Prix von Österreich. Es geht direkt weiter und wir müssen eine passende Teamaktivität hier wählen. Ja, und nachdem wir bei Aerodynamik eigentlich ganz gut aktuell unterwegs sind, würde ich mal sagen, geben wir einen kleinen Boost an Schwartzmann und hoffen, dass der mit verbessertem Tempo und Konzentration vielleicht auch mal in die Punkte oder zumindest in die Nähe davon fahren kann. Wie ein Ereignis, was uns jetzt ein paar Vorteile in der Forschung und Entwicklung bringen soll. Entweder bekommen wir hier einen kleinen Bonus, 10% Rabatt auf die Treibstofftechnologie. Sicherlich nicht schlecht, wir sollten bald mal wieder beim Triebwerkers machen. Alternativ bekommen wir aber 375 Ressourcenpunkte. Und wenn wir uns das mal umrechnen, dann ist ja völlig klar, dass die Ressourcenpunkte hier deutlich besser sind. Da können wir darüber hinaus noch mehr machen. Danke. Ja, und dann dürfen wir auch unsere Komponenten nicht aus dem Auge verlieren. Nicht, dass uns da mal wieder was passiert. Bisher, muss man ja wirklich sagen, haben wir Glück gehabt und keine weiteren Defekte gehabt. Ich schätze, das liegt auch daran, dass die allgemeine Strapazierfähigkeit relativ hoch ist, dadurch, dass ja immer Hersteller-Upgrades auch kommen und da bisher noch keine Reglementänderung die Strapazierfähigkeit betroffen hat. Von daher können wir uns da recht glücklich schätzen bisher. Aber wir sollten jetzt trotzdem mal schauen. Wir haben nämlich hier den Verbrennungsmotor schon mit 55% Abnutzung. Da würde ich sagen, bauen wir den ersten wieder ein. Da haben wir ja nur 31% Abnutzung. Und genauso beim Turbolader zur Sicherheit bei 46% Abnutzung. Die anderen gehen noch, würde ich sagen. Gehen wir hier auch zurück auf den ersten. Ja, auch beim Getriebe mache ich mir ein paar Sorgen. Wir haben nach vier Rennen jetzt 50% Abnutzung. Ja, das ist nicht gut. Also wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt weiter fortführen werden. Jetzt für Österreich. Ich gucke vielleicht mal in die Zukunft. Für Österreich erwarte ich eigentlich ein relativ gutes Rennen. Und dann kommen Silverstone und Ungarn. Da sind wir normal immer so richtig schlecht gewesen bisher. Deshalb würde ich mal sagen, gehen wir auch beim Getriebe jetzt hier eins zurück, dass wir auf keinen Fall irgendwie ein Problem haben werden jetzt im Grand Prix von Österreich. Und dann schauen wir mal, eventuell machen wir wieder einen Komplettwechsel in Ungarn. Ja, außerdem haben wir gerade 5,8 Millionen Dollar zur Verfügung und ich würde sagen, wir sollten mal wieder ein kleines Investment tätigen. Und das ist gerade genug, um bei der Strapazierfähigkeit auch die zweite Stufe der Ressourcenpunkterzeugung abzugraden. Und das möchte ich jetzt an der Stelle tun, auch wenn wir dann wieder mit relativ wenig Geld hier rausgehen erstmal. Aber dann haben wir zumindest alle Abteilungen, was die Ressourcenpunkterzeugung angeht, ein bisschen abgegradet. Und dann schauen wir mal, da müssen wir ein bisschen Geld sparen, dass wir dann auch wieder den Vertrag verlängern können mit Robert Schwartzmann. Der ist ja aktuell hier 4 Millionen Dollar wert. Das heißt, das sollten wir dann auf jeden Fall auch mindestens haben, um dann auch in der zweiten Saisonhälfte für uns fahren lassen zu können. Alternativ können wir natürlich auch mal schauen, ob wir vielleicht jemanden auf dem Free Agent Fahrermarkt akquirieren wollen. So, bevor es jetzt hier gleich ins Qualifying geht, haben wir noch 1700 Ressourcenpunkte, die wir nutzen können. Aktuell läuft noch was beim Antrieb, das heißt, da können wir nichts machen. Bei der Aerodynamik hätten wir einen zweiten Slot frei, da könnten wir theoretisch was machen, aber bei Chassis läuft aktuell nichts und da haben wir eine hohe Moral. Deshalb gehen wir da auf jeden Fall mal rein und schauen mal, was wir noch überhaupt machen können, denn bei vielen braucht man hier schon die dritte Einrichtungsstufe und das haben wir ja noch bei weitem nicht. Das heißt, wir können hier aber vielleicht tatsächlich hier das leichtere Cockpit machen und gegebenenfalls die Heizdecken. Ich würde sagen, das leichtere Cockpit machen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir vielleicht mal noch doch in die Aerodynamik rein, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Wir haben hier für 1344, das schaffen wir nicht mehr vom Preis her, 1400 auch nicht und 1268 auch nicht. Alles ein wenig zu teuer. Und Strapazierfähigkeit haben wir gerade eine niedrige Moral, also lassen wir das. Gehen wir also deshalb zurück zum Chassis und machen hier noch die Heizdecken als zweites Upgrade. Soll alles sogar noch vor dem Grand Prix von Großbritannien kommen. Okay.
Und damit herzlich willkommen im Qualifying hier in Österreich. Ich freue mich wahnsinnig hier auf das Qualifying. Ich war kürzlich live vor Ort bei der DTM und jetzt geht's hier in der Formel 1 weiter. Ich bin mal gespannt, wir haben jetzt keine Runde trainiert. Bin mal gespannt, wie schnell wir hier sein werden. So, die erste Runde in der 1-4. Das ist erstmal fast eine Sekunde langsamer als Ocon und Schwarzman. Noch keine gute erste Runde. Ja, bei der ersten Runde haben wir gesehen, dass uns hier doch ein bisschen die Pace fehlt, so wie es scheint. Wir sind in jedem Sektor so ein bisschen langsamer. Vor allem aber im zweiten Sektor verlieren wir die meiste Zeit. Da sind wir aktuell fast so langsam wie die Haas. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe auch die Meldung bekommen, und das ist richtig dumm, wir bekommen eine 5 Plätze Gridstrafe, weil das Getriebe hätten wir doch gar nicht wechseln dürfen. Das Getriebe darf man nur alle 6 Rennen wechseln. Das war richtig dämlich, dass ich das vorher gemacht habe. Das heißt, so oder so gehen wir von relativ weit hinten an den Start. Das ist natürlich echt blöd jetzt an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwie in Q2 schaffen. Ich bemühe mich jetzt gleich nochmal um eine schnelle Runde. Dann gucken wir mal, ob wir zumindest vor den anderen Underdogs landen können. Nochmal am Limit. 3/10 Verbesserung. Platz 16. Schade, das reicht aber noch nicht, um Russell zu knacken da vorne. Ja, aktuell 3 Sekunden vor Schluss sind wir jetzt gerade so als 16. qualifiziert, aber Schwarzman und Räikkönen sind ganz nah dran. Schwarzman hat schon einen zweiten Run gefahren, Räikkönen noch nicht. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt wirklich noch einen dritten Reifensatz anfahren sollen, um irgendwie da sicher in Q2 zu kommen. Aber ich denke, es macht Sinn, denn in Q2 werden wir sowieso nicht weit nach vorne kommen. Höchstens auf Platz 14, so wie es ausschaut. Eher auf Platz 15, weil Tsunoda wird sich das sicherlich noch verbessern. Aber es gibt auch eine positive Nachricht, was ich noch nicht erzählt habe, nämlich wir haben den Rivalenkampf gegen Lance Stroll gewonnen. Dieses Rennen zählt nicht mehr mit rein und durch das tolle Ergebnis im letzten Rennen, wo wir ihn dann noch in der letzten Runde überholt haben, konnten wir den ersten Rivalenkampf jetzt in der Karriere für uns entscheiden. Richtig cool. Wir sind nochmal rausgegangen und konnten uns nochmal um 2/10 verbessern. Sind wir damit sicher in Q2? Das ist die große Frage. Wow, das war knapp. Richtig knapp und richtig eng gerade noch so in Q2 gekommen. Schwarzman, wir und Russell alle mit einer 1-3-4. Gut, dass wir uns da noch verbessert haben. Sonst wären wir jetzt sogar hinter Latifi, glaube ich, ganz knapp. Und so sind wir jetzt zumindest mindestens auf Rang 21. Das hilft zwar wirklich nicht viel fürs Rennen, muss man sagen. Aber immerhin ist auch Schwarzman in Q2. Das gefällt mir natürlich. Schauen wir mal, ob wir da mit einem angefahrenen Reifen noch eine gute Runde fahren können. Immerhin Platz 15, wieder eine 1-3-4 sind wir gefahren. Diesmal war Schwarzman nicht ganz so flott unterwegs und das bedeutet, dass wir wohl maximal von Rang 20 ins Rennen gehen müssen. Gar nicht so schlimm, auch wenn es natürlich nicht schön ist, von da hinten ins Rennen zu gehen. Mal gucken, vielleicht gibt es noch eine andere Gridverschiebung und wir haben ein bisschen Glück. Schauen wir mal, was passiert, aber auf jeden Fall die Qualifying-Leistung in Ordnung, aber doch ein Stückchen weg vom Mittelfeld, muss man sagen. Alles klar, jetzt kommt wieder der Nachteil, dass wir auf Rang 7 in der Rangliste liegen. Wer ist unser größter Rivale? Ja, wie wär's denn mit Bottas? Oder mit Norris? Oder mit Ricciardo? Oder mit Perez? Na, das ist doch super. Am liebsten würde ich jetzt sagen, kein Kommentar, aber das würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir keinen Rivalen haben. Und man weiß ja nie, vielleicht hat man Glück. Ich würde mal behaupten, von all den Vieren ist tatsächlich Perez der Schwächste, muss man sagen, hier in der Karriere. Von daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einen Red Bull zu wählen, als unseren nächsten Rivalen. It's all about how you were with my parents, yeah, and changed their minds. Cause you were sweet and looking like you care, boy, that was hard to find. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Perez, Daniel Ricciardo und Norris, Leclerc, Sainz, Vettel und Antonio Giovinazzi, Gasly, Ocon, Yuki Tsunoda und Stroll, Schwarzman, Russell, Kimi Räikkönen und Nicola Latifi. Lundgaard, Ali, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Ja, ihr seht das Wetter hier in Österreich und gerade die Startaufstellung haben wir auch gesehen. Das heißt, wir haben leider keinen weiteren Platz gewonnen durch andere Gridverschiebungen. Es geht von 20 ins Rennen, gerade mal vor beiden Haas.
Und es regnet. Und ich bin mal gespannt, wie unsere Pace im Regen sein wird. Hoffentlich ein Tick besser als im Trockenen. Schauen wir mal, ob wir die Reifen auf Temperatur bekommen. Das ist immer das größte Problem. Wenn es dann mal soweit ist, dann sind wir meistens relativ gut unterwegs. Jetzt schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall ein einster Versuch, ganz klar. Es soll auch am Ende wieder vielleicht trocken werden. Dann bin ich mal gespannt, ob wir noch auf die Trockenreifen wechseln werden. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Sprit raus, denn ich denke mal, ja, wir werden auf jeden Fall nicht immer bis ganz nach oben drehen, gerade im Regen. Das heißt, wir können auch gut mit ein bisschen weniger Gewicht von Anfang an ins Rennen gehen. Es ist wahnsinnig schwer, hier Temperatur in die Reifen zu bekommen. Man sieht das hier jetzt in der Kurve, sind wir gut auf 90, fast 100 Grad, aber sobald es auf die gerade Strecke geht, wird der Reifen wieder arg abgekühlt. Und hinten, in die Hinterreifen, bekommen wir kaum Temperatur. Da müssen wir ein bisschen mehr vielleicht aufs Gas drücken, aber dann verlieren wir sonst das Auto vielleicht. Also da müssen wir wirklich schauen, dass wir jetzt gleich gut loskommen. Jetzt geht es schon in die Startaufstellung. Und gleich geht's los von Platz 20. Los geht der Grand Prix jetzt von Österreich. Heftigster Regen, die Full Wets am Auto. Guter Start, aber dann wird es ein bisschen langsamer. Und jetzt nichts riskieren in die erste Runde, in die erste Kurve hinein. Wir müssen auf jeden Fall hier mit dem Randstein gehen, weil der Latifi neben uns ist. Dieses Rennen gewinnt man auf jeden Fall nicht in der ersten Runde. Wir haben auch einen Haas jetzt direkt neben uns, aber es scheint so, als ob wir da vielleicht die Nase vorne halten können. Und jetzt Riesenrückstau, gelbe Flagge jetzt auch. Was ist hier los? Wir müssen auch wieder hier über den Randstein drüber hoppeln. Dann gibt es Kontakt hier aus mit einem Alfa Romeo, der uns da einfach mehr Platz hätte lassen müssen. Russell war das. Und jetzt ist das Latifi, der da irgendwie neben uns ist. Raikkonen hier mit einem Querstern, wir kommen hier gut raus, aber können irgendwie nicht auf eine Linie, wo wir vorbei können. Oh, richtig knapp hier. Es macht richtig Bock, hier bei dem Wetter zu fahren, auch wenn es echt anstrengend auch ist. Muss man wirklich aufpassen, es nicht zu übertreiben. Aber ich plane fest am ersten Alfa Romeo Nachstartziel, beziehungsweise jetzt gleich hier auf der Geraden den Berg hoch vorbeizugehen. Jetzt ist ERS auf vollem Einsatz, aber auch Räikkönen hat es scheinbar an. Er kommt zumindest gut weg. Können wir uns vielleicht trotzdem mit einem riskanten Bremsmanöver hier vorbeidrücken? Das sieht eigentlich gut aus. Und vorbei am ersten Alfa Romeo. Sehr schön. Jetzt schon dran an George Russell. Können wir hier vielleicht schon auf Turn 1 angreifen? Oh, da bremsen wir zu spät. Da geht es hier hinten über den Curb. Aber wir sind vorbei, keine Verwarnung bekommen. Wir haben ja auch nicht wirklich Gas gegeben neben der Strecke. Da hat Russell einfach zurückgesteckt. Und schon sind wir dran am nächsten, an Robert Schwartzmann, unserem Teamkollegen. Vielleicht können wir hier gut raus beschleunigen. Sehr schwer hier, wann geht man ans Gas? Short Shifting. Und dann steht das Auto trotzdem noch im sechsten Gang. Ich glaube, hier können wir den Angriff noch nicht wagen. Das wäre zu riskant. Ähnlich wie gegen Räikkönen sind wir hier schon super schnell, aber da kommen wir auch noch nicht vorbei. Wieder Quersteher von Schwartzmann. Wir kommen zwar auch nicht perfekt raus, aber vielleicht schaffen wir jetzt den Berg hoch. Das sieht gut aus im Windschatten. Schwartzmann verteidigt innen, will uns nicht vorbeilassen. Dann geht es hier auf die Außenbahn, über den Randstein. Und dann beschleunigen wir einen Tick besser raus als Schwartzmann. Und damit sind wir auf Platz 16 jetzt und ja, da hätten wir eigentlich starten sollen. Und Stroll scheint an die Box zu gehen. Ist jetzt schon etwa der Zeitpunkt, um Intermediates zu holen? Müssen wir mal beobachten. Stroll ist, glaube ich, fast als einziger in der Box. Es könnte sein, dass die Inters schneller sind, aber ich werde auf jeden Fall jetzt das nicht riskieren. Und genauso wie Stroll in die Box gehen. Wir werden mal schauen, was die anderen machen. Wir haben eine recht gute Pace. Wir versuchen auf jeden Fall an Lundgren vorbeizugehen und dann mal zu schauen, wie schnell wir im Vergleich zu Ocon und den davor fahrenden sind. Ja, die meisten kommen jetzt wohl doch rein und holen sich Intermediates. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Lundgren bleibt noch draußen. Wir bleiben jetzt auch mal noch eine Runde draußen. Sind jetzt auf jeden Fall dran an Lundgren. Und ich finde schon, dass die Strecke noch ziemlich feucht ist. Gegen Lundgren außenrum. Spät gebremst und dann geht es erstmal weit hier.
new strategy is available on the MFD. Aber wir kommen wahrscheinlich vorbei. Obwohl, wir sind mutiger auf der Bremse als der Williams. Hier zum Glück nicht rausgedreckt worden, auf jeden Fall jetzt. Rad an Rad. Mit Christian Lundgaard und jetzt schaut's aus, als ob wir die Nase vorne haben. Sehr gut. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Okay, gap ahead is 5.5 seconds. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in die Box, das haben jetzt auch alle gemacht. Boah, da geht's nochmal weit. Die Hinter ist jetzt auf jeden Fall schneller. So, Lundgaard haben wir immerhin hinter uns gelassen. Jetzt schauen wir mal, ob wir arg viel Zeit verloren haben auf die, die jetzt schon eine Runde früher in der Box waren. Oder auch auf Stroll, der zwei Runden früher in der Box war. Da ist Stroll, der hat jetzt nicht wesentlich was gewonnen, muss man sagen. Also ist es okay, dass wir jetzt eine Runde später in der Box waren. Schwarzman hingegen an Lundgaard vorbeigekommen. Der hat auf jeden Fall was gewonnen. Der war auch, glaube ich, als, ja, als Zweiter, glaube ich, drin dann in der Runde nach Stroll. We're happy for you to stay out on the inters for now. We're leading our teammate by 3.5 seconds. Ja, Jeff, Ruhe. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Vielleicht hier die Chance an Stroll vorbeizugehen. Noch nicht. Boah, ist das schwierig hier, so früh ans Gas zu gehen. Wir waren trotzdem noch einen Tick zu früh. Stroll verteidigt innen oder auch nicht. Er geht mitten auf die Straße. Bin ich gefährlich oder... Ah, da gibt es den leichten Kontakt hier. Hoffentlich kein Schaden am Frontflügel. Sind wirklich im Getriebe von Lance Stroll, unserem ehemaligen Rivalen. Der hat auch eine Rechnung mit uns offen. Und auf Turn 1 hin kommen wir außenrum vorbei. Gerade pünktlich gebremst. Das war super. Und jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen freie Fahrt und da vorne sind die beiden Alpinen. Und ich glaube, wir haben gut die Pace, hier aufzuholen. Ja, wir können so langsam die Lücke nach vorne schließen. Runde für Runde, ein paar Zehntel knabbern wir da nach vorne ab. Das sieht richtig gut aus. Und dann haben wir auch noch eine relativ gleichmäßige Reifenabnutzung. Das ist gut. Jetzt sagt hier irgendwie noch die Strategieabteilung, dass wir irgendwann wieder auf die Intermediates wechseln sollen. Ja, das ist völlig klar. Je nachdem, wie sich der Regen halt auch entwickelt. Und nur wenige Runden später, die Lücke zu Esteban Ocon ist zugefahren. Wir sagen jetzt schon mal, hallo, wir möchten vielleicht vorbei. Am besten jetzt gleich hier. Ja, das Rausbeschleunigen war okay, ohne Quersteher, ohne durchdrehende Reifen. Und jetzt haben wir hier den Berg hoch die Chance, Ocon direkt auf die Innenbahn. Wir bremsen uns mal nebenhin hier den Berg hoch. Und dann geht es hier außenrum vorbei, problemlos, weil da ist ein bisschen mehr Grip, da ist ein bisschen mehr Regen und deshalb, oder ein bisschen mehr nasse Strecke und deshalb kann man daraus besser rausbeschleunigen als auf der Innenbahn, wo Ocon freiwillig hingefahren ist. Und Stroll ist schon wieder mal in der Box, während Mazepin irgendwie ausgeschieden ist und ja, scheinbar sollen wir jetzt auch auf die Inter wechseln für den zweiten Stint. Das wäre ja dann ungefähr gleich lang wie der erste Stint. Das macht an sich natürlich Sinn, aber ich möchte trotzdem, solange wir schnell sind und aufholen nach vorne, eher reagieren als agieren. We're accumulating some wear on the MGUK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Oh je, ein anderes Teil, das wir jetzt vor dem Rennen nicht ausgewechselt haben, scheint so langsam abgenutzt zu sein. Die MGUK, wenn wir hier weit gehen in der ersten Kurve, und das heißt, ein kleinerer ERS-Modus, das ist natürlich echt schade, ein schwächerer ERS-Modus, aber der Regen ist immer noch da, das heißt, es ist schon sinnvoll, wenn wir jetzt an die Box kommen und nochmal frische Reifen holen. Ich denke, wir sollten uns jetzt hier schon an die Strategie der anderen auch, an den anderen orientieren. Es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn wir hier 13 Runden weiterfahren und die Reifen sind richtig schlecht. Obwohl wir gerade vor Leclerc und Perez wären, aber die holen ganz schön auf, wenn wir jetzt den Fehler machen. Nein! Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Das gibt's doch nicht. Jetzt machen wir doch hier noch einen Fehler. Wir gehen jetzt an die Box, aber oh, der Frontflügel, der ist richtig am Arsch jetzt. Das war jetzt natürlich dämlich.
Ich hoffe, dass es jetzt das ganze Rennen durchregnet und wir nicht umsonst nochmal auf neue Intermediates gehen. Wir hätten jetzt wahrscheinlich auch nicht ausgehalten. Aber jetzt kostet uns das natürlich massig Zeit und wir müssen das alles wieder auf der Strecke gut machen. 6,9 Sekunden. Ach verdammt, das gibt's doch nicht. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Und jetzt kommen wir zwischen Stroll und Schwarzen wieder raus. Oh je, schade, schade. Vielleicht wären echt Punkte drin gewesen und jetzt müssen wir uns so richtig anstrengen. Schnellste Runde von uns sogar. Purple im ersten und dritten Sektor. Was für eine Pace gerade. Das war jetzt nur ein paar Hundertstel schneller als vorne Bottas und Verstappen. Aber Wahnsinn, wie schnell wir sind. Und das ist natürlich jetzt der ganze Frust nach dem dummen Fehler, den wir gemacht haben. Wir müssen mal nachher schauen, wofür es vielleicht hätte reichen können. Jetzt versuchen wir aber erstmal, das aktuelle Rennen zu maximieren, wieder vorbei an Stroll und Ocon zu kommen in den letzten 11-12 Runden. Und wieder sind wir dran an Lance Stroll zum zweiten Mal in diesem Rennen. Der hat vorhin ganz schön mittig verteidigt, darum gehe ich jetzt gleich auf die Innenbahn. Mutig gebremst. Aber es reicht, um an Stroll vorbeizukommen. Unsere Pace wirklich grandios von Anfang bis zum Ende, muss man sagen, bisher. Und nicht einmal zwei Runden später sind wir dran an Esteban Ocon. Another pit stop. Gap to teammate behind is 8.0 seconds. Und eigentlich müssen wir jetzt hier den Berg hoch an ihm vorbeikommen. Wir gehen gleich auf die Außenbahn. Der wird innen verteidigen, aber da drängt er uns nochmal ganz schön raus, muss man sagen. Und dann wird es hier doch enger als gedacht. Aber hier ist immer noch mehr Grip, wobei wir fast das Auto wieder verloren hätten. Aber jetzt auf Rang 13. Ende Runde 33 und gerade kam die Meldung, dass DRS aktiviert sei. Das finde ich doch verwunderlich, weil es doch noch leicht tröpfelt. Es sieht auch so aus, als ob keiner in die Box kommt und Trockenreifen holt. Aber vielleicht macht es noch der eine oder andere, der gerade irgendwie noch was versuchen will und irgendwas riskieren kann. Wir bleiben auf jeden Fall draußen, egal wenn jetzt hier gleich Sonne scheint wie in der Wüste. Und wir starten jetzt die letzte Runde. Keiner war in der Box. Die Strecke noch zu nass für Slicks. Und wir konnten zwar die Lücke noch schließen, aber leider nicht nach vorne angreifen. Das heißt, wir werden ziemlich sicher als 13. über die Linie gehen gleich. In einer guten Minute. Und das ist so schade, weil da vorne das dritte Auto da vorne, das ist Gasly. Der ist mittlerweile übrigens an seinem Teamkollegen Tsunoda vorbeigegangen. Endlich, nach 35 Runden. Und das wäre der letzte Punkt. Das wäre Platz 10. Der ist in Sichtweite, wenn wir hier noch ein paar Fehler reinbauen. Bottas gewinnt währenddessen. Das erste Saisonrennen für ihn. Und wir bringen jetzt nur noch die Runde hier ans Ende, ohne Fehler, und dann sind wir immerhin auf einem 13. Platz am Ende. Wir biegen ab jetzt auf die letzte Kurve in Österreich. Leider persönliche Fehler gemacht, deshalb keinen Punkt, aber immerhin ein echt starkes Rennen und eine gute Pace mit Regen. That's the end of the race, we'll see you in Parc Fermé. I just wanna go so crazy, I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak, so I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see, yeah, you'll see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but that is okay. Lately I'm painting my path on my way, yeah. I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah. Making rest every day, man. You know that I go insane, yeah. I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work, cause we going, you going insane. Ja, schauen wir uns abschließend das Rennergebnis an. Wie gesagt, wir werden vielleicht auf Rang 10 ins Ziel gekommen. Vielleicht wären wir sogar noch rangefahren an Sebastian Vettel, aber mehr als zwei Punkte wären heute nicht drin gewesen, was so schon eine große Überraschung ist, weil wir ja wirklich von Rang 20 ins Rennen gegangen sind. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, trotzdem, auch wenn wir keine Punkte geholt haben. Wir haben keinen großen Fehler gemacht, der uns irgendwie das ganze Rennen gekostet hätte. Das ist jetzt in dieser Karriere tatsächlich noch nicht passiert und das freut mich wirklich. Und es ist schön, dass wir da einigermaßen konstant unterwegs sind und keine gröberen Fehler da reinbauen. Und deshalb würde ich sagen,
Ich bin zufrieden. Schauen wir aber mal auf die anderen Fahrer. Hamilton nur auf der 5. Ich schätze, der ist gleichzeitig mit Bottas in die Box gekommen. Und vielleicht hat er da die Plätze verloren, weil Bottas mit der Nase vorne war und dann anstehen musste. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er nur auf 5 heute ins Ziel gekommen ist. Die beiden Ferrari mit einem soliden 6. und 7. Platz. Perez ein paar Plätze zurückgefallen, nur auf der 8. Ich sag ja, er ist wohl am ehesten der Schlagbare bei den Rivalen, die wir da zur Auswahl bekommen hatten. Und immerhin, wie gesagt, ein McLaren-Podium. Ricardo auf der 3. Schwarzmann hinten hat immerhin seine Position halten können, musste quasi nur uns vorbeiziehen lassen. Schade aber, dass er nach vorne nichts ausrichten konnte. Der war am Ende 10 Sekunden hinter Ocon und Stroll, die heute auch wirklich keine gute Pace hatten. Am Ende Stroll sogar noch vorbei am Franzosen. Für die Rangliste bedeutet das, dass Leclerc an uns vorbeigeht. Ricardo macht einen Satz nach vorne auf die 4 und ansonsten gibt es nur kleinere Verschiebungen im Mittelfeld. Bei der Konstrukteursrangliste führt das dazu, dass Ferrari sich so ein bisschen befreit vom Mittelfeld und jetzt eindeutig auf Rang 4 liegt. Klar kann sich das in jedem Rennen ändern, aber trotzdem aktuell relativ eindeutig. Alpine und Aston Martin sind nach diesem Rennen jetzt punktgleich und noch immer 7 Punkte hinter uns. Ja, ich würde sagen, wenn wir da nicht den Fehler gemacht hätten mit der Komponente am Anfang, mit dem Wechsel, und wenn wir da im Rennen nicht den Fehler gemacht hätten, dann hätten wir heute wieder mal das Rennen mit Punkte verlassen, aber auf jeden Fall wären wir nicht weiter vorgekommen als Rang 8 maximal. Von daher würde ich sagen, können wir mehr als zufrieden sein mit dem heutigen Rennen, mit einem guten Gefühl ins nächste Rennen gehen. Und ich würde sagen, macht's gut bis dahin. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin, ciao und servus.